Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf den Bergen, zusammen mit Guden. Moin moin. Hallöchen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Winter. Letzter Tag vor Winterbeginn. Das heißt, heute müssen wir mit Flügen fertig werden. Jo. Also wir werden mittags, denke ich mal, eben stoppen oder wieder um 17 Uhr oder so. Aber machen wir mal 30-fach spulen. Dann kommen wir so langsam. Das Auto ist übrigens, braucht eine Wartung. Ja. Dann soll er die bald bekommen, wenn wir Geld haben. Ja. Genau. Ja. Ja, aber wir schaffen das. Wir haben hier noch zwei Felder zur Hälfte quasi jeweils. Oh. Und ein Noob. Was war denn? Also Noob war auf Feld 7. Ich weiß nicht. Ah, 7 sehe ich. Wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du damit schon weitermachen. Ja, mache ich jetzt auch. Okay. Ich wollte jetzt nur mal noch kurz, weil ich kann auch kurz einmal über die Schafe fliegen. Im Hellen sehe ich jetzt ja, erstmal, wie scheiße ich meinen GPS-Kurs eingestellt habe. Der ist ja gar nichts. Aber gerade kommt es mir vor, als hätte die BGA viel mehr Bums als die letzten Tage. Die hat doch heute schon 5000 verdient, ganz locker. Also bis 10 Uhr jetzt. Dann dürfte die jetzt in dem fünfstelligen Bereich schon fast. Wie kommst du jetzt über 5? Die hat jetzt 3.026 Euro verdient. Von 11.5 sind wir bei den Kosten runter. Achso, ja, aber ich gucke immer bei den Einnahmen. Okay. Da, die kriegt jetzt immer und immer mehr Bums, die BGA, sicher. Ja. Du hast jetzt die Heuballen schon alle rübergefahren, oder wie? Nee, ich habe noch gar keine Heuballen rübergefahren. Ich brauche hier noch keine da. Ich will die nicht in irgendeinem Wetter rüberfahren, wo ich mal nicht sicher bin, dass ich sie ohne Verluste transportieren kann. Ja, okay. Dann kann man das gleich noch so als kleine Füllarbeit für zwischendurch machen. Mal die bei den Schafen auch einmal auffüllen, ne? Wieder sauber machen. Ich würde sie jetzt auch weglassen. Ich meine, mir führt dann die BGA zurzeit nur mit Heuballen. Ja. Wir können jetzt auch anfangen, mal Silage reinzufahren. Aber da kriegen wir weniger Effizienz, ne? Nee, der Wert, der TS-Gehalt im Fermenter steigt halt dementsprechend weniger. Also es ist aber auf Dauer günstiger. Ja, aber die Heuballen haben wir jetzt eh. Und nächstes Jahr gibt's ja eh neue. Oder? Ja, klar. Ich gehe stark davon aus. Was mich aber jetzt immer noch fuchst, ist, dass die Grasballen kein Geld geben. Ja, das war jetzt ein bisschen nervig. Hat doch Geld gekostet, dann quasi das Ganze zu produzieren. Ja, klar. Natürlich. Apropos Geld gekostet, wir brauchen jetzt bald Sprit. Ja. Der Johnny hat noch 96 Liter. Oh, das ist weniger als ein Viertel. Tanken geht auch, wenn du im Minus bist. Das ist gut. Kannst du keine Geräte kaufen. Oder warten, das geht auch nicht. Ja. Und der Johnny braucht auch eine Wartung. Aber wir könnten theoretisch auch wieder 100.000 Kredit aufnehmen oder sowas. Wir haben ja doch schon ganz einen Teil abbezahlt. Ja, müssen wir aber nicht unbedingt, aber das ist schon mal wichtig oder gut zu wissen, dass wir hier, also das Wasser steht uns jetzt nicht mehr bis zur Oberlippe, sondern nur noch bis zum Gaumen. Das stimmt. Oder bis zum Hals. Habt ihr die anderen Pferde schon gemacht, 32 und 31? 32, 31 müssten fertig sein. Ich schau mal eben. Ja, ist es. Alles fertig. Hast du auch nachgeschaut? Ja, gerade in dem und selben Moment wie du jetzt. Ja, das ist ja die letzte Flügefolge hier. Ja, dann haben wir es schon wieder geschafft mit den Flügen. Und mit dem Sauzahn geht das eigentlich ziemlich bequem. Und gut, der Chiron ist ja jetzt auch kein kleiner, ne? Bitte? Der Chiron ist ja auch nicht so klein, die tun sich ja gar nicht so viel. Ja, aber das Drehen ist immer ein bisschen nervig. Ja. Das stimmt wohl. Aber es geht. Gibt Schlimmeres. Ich habe irgendwie richtig Bock auf Forst gerade. Es dauert auch nicht mehr so lang, bis es da wieder hingeht. Nö. Ich denke mal, da können wir vielleicht in den nächsten Folgen, also in der nächsten Folge auf jeden Fall schon mal vorbereiten oder so. Was heißt vorbereiten? Wir können schon reinfahren sogar. Ja. Die Ballen, wie gesagt, müssen wir jetzt nicht unbedingt direkt fahren. Ich wollte auch mal wieder so eine kleine Ordnungsfolge einlegen. Bitte? Ich wollte auch mal wieder so ein paar Sachen am Hof ein bisschen ordentlich machen.
Ja, da habe ich aber auch alles. Moment. Na gut, wir können die ganzen Geräte mal noch waschen, die wir da rumstehen haben. Ja, das und vernünftig hinstellen, dass da mal wieder ein bisschen Ordnung einkehrt. Das wäre gar Wir nicht brauchen unbedingt einen verkehrt. neuen Platz für den Mähdrescher. Der ist irgendwie, der holt diese Durchfahrt weg, wo immer sonst die ganzen Anhänger die ganze Zeit gestanden hatten. Ja, wo hatten wir denn sonst schon? Die hatten ja noch mal in der Werkstatt stehen, das war auch nicht schlecht, ne? Aber halt neben dem Werkstatttrigger und nicht in. Ja, gut, ja, wir müssen mal gucken, wo wir den jetzt schlussendlich hinstellen. Ich muss auch mal, Mr. Fans, wenn du zufällig zuschaust, was ich doch sehr stark hoffe, kannst du uns ein kleines Status-Update mal geben, wie weit du bist mit mit der Map-Aktualisierung? Jo, da müssen wir wieso dann nochmal mit dem reden, weil das Ganze hat dann natürlich jetzt auch mindestens noch Zeit, bis der Dummy vom Strohbergen kommt, ne? Damit man die Halle dann platzieren kann. Weißt du denn, wann das kommen soll? Ja. Aber dazu werde ich jetzt nichts sagen. Ach so, okay, das ist noch geheim, okay. Also es dauert Obwohl eine nicht mehr Frage. sehr lange, aber es ist auch nicht morgen. Okay. Sagen wir so. Aber so eine Freifläche wäre doch auch schon vollkommen okay. Ja, das wäre ja die Alternative. Man muss wieso mal mit Mr. Fenster reden. Der hat, ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile angefangen hat. Wir hatten ja ein paar Sachen ausgetauscht, so, was wir so haben wollten. Ja, aber das Ganze ist ja auch nicht so extrem Stress. Bis wir mit Nö. Strohbergung anfangen, wäre das halt schön. Weiß nicht, ich finde auch immer noch schön Komposter hier auf der Map, aber Ja. das ist nur Wunsch. Also wie gesagt, ich kenne mich mit Modden aus, ich mappen, da habe ich aber irgendwie keine Erfahrung. Also ganz einfache Sachen konnte ich zumindest früher schon, aber ne, Ahnung habe ich davon auch nicht. Also ich kann wohl eine Halle verschieben oder so. Oder einen Berg ein bisschen höher machen oder tiefer. Aber da hört es dann auch auf. Ich hatte mal damit angefangen, damals mal eine Map zu bauen, wie ich es dann mit den Splines angefangen habe, für die blöden Straßen, und bei mir die Straßen ausgesehen wie ein Korkenzieher, weil die sich überdreht haben. Da habe ich gedacht, okay, lass das einfach die Profis machen, fertig. Ja, du brauchst schon Erfahrung. Das ist das größte Problem. Ich glaube, an Kreativität, um eine Map zu bauen, würde es mir nicht fehlen. Da hätte ich so viele geile Ideen. Und ich glaube, ich hätte auch einen recht guten Geschmack, was Gebäude und so angeht. Einfach weil ich gerne zigtausende Maps im Endeffekt schon ausprobiert habe. Und mir sicher dann ein ganz cooler Mix aus Gebäuden einfallen würde. Auch aus hochwertigen Gebäuden. Selber Gebäude bauen würde ich wieso nicht. Da würde ich mich erstmal gar nicht überhaupt, also überhaupt nicht rantrauen. Aber. Ja, das Problem ist einfach, wenn du diese Editor-Erfahrung nicht hast. Du brauchst eigentlich, ich glaube, das macht durchaus Sinn, wenn man mit dem Editor anfängt, dass man erstmal so kleinere Sachen macht. Also ich habe zum Beispiel im LS13 in der Hagenstedt eine Sache umgebaut. Da hatte ich weiß nicht, du weißt ja, dass man immer durch den Ort fahren musste, wenn man zur BGA musste, ne? In der Hagenstadt. Ja. Da war doch die große. Ja, Oder da war doch ganz in der Mitte außenrum. die Stadt. Ja, genau. Da musste man immer diesen Berg runter, die Altstadt quasi runter. Und das hat mich halt genervt. Und deshalb habe ich mir, da war ja dieser steile Hang bei Feld 7, quasi hoch zu den Feldern am Hof. Und da Ja. habe ich mir so eine Art Rampe runter gemacht. Also so eine Serpentinenstraße mit zwei Serpentinen. Das hat auch, ja, die war nicht gut, aber es hat funktioniert. Oder halt mal so eine Halle, so eine Halle löschen, eine andere einfügen. Mit sowas muss man eigentlich anfangen und sich vielleicht so kleinere Umbauprojekte erstmal setzen. Halt, was weiß ich baue jetzt mir den Hof so, wie ich den haben möchte. Ich baue mir die und die Ecke, da möchte ich eine andere Straße haben auf einer Map, die es schon gibt. Am besten auf einer Standard-Map, weil da glaube ich die Strukturen doch schon noch ein bisschen einfacher sind. Und wenn du sowas dann irgendwann mal easy beherrschst, ich glaube, dann macht es auch nicht mehr so viel Probleme, sich eine neue Map zu trauen. Weil bei mir. Du fängst halt bei null an und wenn du dann am besten eine leere Map als Grundvorlage nimmst, ne, Ja. dann fängst du halt wirklich bei 000 an. Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht, der Giants Editor ist halt auch nicht, finde ich, nicht so selbsterklärend. Also ich finde, dass das auch die Tutorials, sie sagen einen schon hier, was weiß ich, Terrain umformen geht so und so, das und das geht so und so, aber dann probierst du das aus, sagst du, ja, kann ich und dann
hast du so ungefähr tausend weitere Dinge, die du irgendwie umsetzen willst, Ja. die aber das Tutorial noch überhaupt noch nicht irgendwie berücksichtigt. Ich meine, die Einzige, was können ich ja auch nicht für relativ. jede Funktion, für jedes Ding, was du irgendwie machst, ein eigenes Tutorial machen, aber die setzen auch durchaus schon Erfahrung voraus, finde ich. Ja, gut, aus den letzten Teilen, ne? Aus den letzten Teilen oder halt auch für ganz neue Einsteiger, dass die zumindest, sag ich mal, ein bisschen Ahnung von Skripten oder sowas haben. Also ich glaube, wenn du noch nie, also als Standard-User, ich bin ein bisschen im Internet unterwegs, ich kann E-Mails schreiben am PC und du fängst an, Und ich Mods kann zu Mods machen. runterladen, das war's. Ja, Das ist, ja. Dann scheitert es bei manchen schon daran, ZIP-Dateien in den Ordner zu schieben, wenn es keine Ex-Dateien sind, die sich selber halt da reinschieben quasi, ne? beziehungsweise selber Tipps packen. Ja, so ist das. Machst du nix. Ich bin ja selber kein Profi, ne? Nee, Das das klang sind wir gerade alle so nach nicht. Meckern, aber es ist ja wirklich so, wir sind ja jetzt auch keine Experten und das siehst du ja auch, wenn du dir jetzt einen Mod von Stefan Maurus oder so anguckst und dann hast du teilweise, ich meine, das ist ja auch okay, jeder wie er mag, aber dann gibt es halt auch Leute, die basteln sich irgendwas, das hat dann keine Textur in dem Sinne, sondern einfach nur eine Farbe, sag ich mal. Gut, wenn man es nicht besser hinbekommt und am Ende trotzdem das Gerät hat, was man halt selber gemacht hat, ist es, glaube ich, trotzdem cool. Aber man hat halt, glaube Stimmt. ich, mittlerweile auch immer viel zu schnell diesen Vergleich. Das muss so aussehen wie bei so einem richtig guten Modding-Team oder so, die das Ja, seit das wird Jahren immer machen. vorausgesetzt, ja. Ja. Ist auch so ein bisschen das, was Nico letztens gesagt hat, ne? So einheitlicher Texturenstil. Es wäre natürlich schön, wenn alles immer top hochwertig ist, aber setz das mal um. Also. Das Problem ist halt, du hast dann halt eine bestehende Modding-Community, die das wirklich einfach schon kann, weil jahrelang gemacht. Aber du kriegst nie neuen Nachwuchs rein, weil die abgeschreckt werden davon. Ja. Das ist ja auch so eine Geschichte gewesen. Ich weiß nicht, ob du das bei Pure Farming mitgekriegt hast. Pure Farming hat Mod-Support angekündigt. Ja. Ja. Ne? Nur weil sie unterstützen, dass Leute Modifikationen ins Spiel reinbringen, heißt das noch lange nicht, dass das Spiel nachher tolle Mods hat. Da liegen ja noch Welten dazwischen. Da muss es ja erstmal Leute geben, die sich dafür begeistern können, dafür Zeit investieren, zu investieren in so einen Mod. Also ich bin da, also ich fand, das war kein Feature in dem Sinne, was sie da angekündigt haben, damit, dass sie Ja. offiziell Mods unterstützen. Weil die Modder müssen halt sagen, wir unterstützen das Spiel. Ne? Ja, klar. Das wäre halt quasi sinnvoller. Dann weiß Mich man macht's auch. irgendwie nicht an, muss ich sagen. Pure Pure Farming. Farming, ja. Ich sag jetzt mal was. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe jetzt generell aktuell wenig Zeit. Aber ich habe das Spiel seit 2 Wochen oder so als Beta-Key und könnte es auch schon spielen und hochladen. Aber ich habe es mir noch nicht mal runtergeladen. Naja. Ja, mich reizt irgendwie auch noch nicht so richtig. Ich werde auf jeden Fall noch reinschauen. Das muss man ja irgendwie mal, ne? Ist man Ja, dem Spiel ja auch klar. so ein bisschen schuldig, denen eine kleine Chance zu geben. Aber ich weiß nicht, manchmal bin ich so ein bisschen. Ich habe so viele, ob es ein Landwirt war. Ich kann die ganzen Namen von den Spielen, die mal rauskamen und geiler sein wollten als der LS oder Konkurrenz sein wollten, nicht mehr aufzählen. So viele waren das mittlerweile über die letzten 10 Jahre bald. Aber gut, also das ein oder andere Spiel ist ja auch geblieben. Und Pure Farming ist jetzt auch sicher nicht super schlecht. Das hat sicher auch, sag ich mal, Features, die der LS nicht hat. Aber insgesamt wird es einfach, das kann ich, da bin ich ein bisschen voreingenommen, fast schon sagen, dass es insgesamt als Gesamtpaket nicht an den LS rankommen wird. Allein schon der Grafikstil ist nicht meine Welt. Ja, das kommt auch dazu. Das ist mir ein bisschen zu sehr Comic. Da spiele ich lieber durchgängig hier LS mit Shadern, auch wenn das teilweise auch ein bisschen Augenkrebs ist. Ich spiele es einfach normal, weil normal ist es, reicht's mir. Grafisch. Ja, und Shader ist in bestimmten Situationen echt geil, aber in anderen, ne? Ja, Weiß klar. nicht. Manchmal geil, manchmal aber auch, geh mir weg mit dem Zeug. So, ich wollte den abstellen. Ah, übrigens noch ein interessanter Fakt, und zwar, wenn die BGA füttert, jetzt ist es nämlich gerade soweit, die BGA füttert gerade Ja. wieder, verdienst du an der Zeit, wo sie füttert, wesentlich schneller Geld. Das ist mir schon aufgefallen. Ist schon einiges an Geld.
Ja. Oh, wir haben jetzt bald unsere Schulden von heute los. Das ist schon mal gut. Na, da kommen wieder neue dazu über Nacht und dann muss die BGA wieder Gas geben. Ja, aber immerhin schafft die das anscheinend mittlerweile dann, die Kosten im Griff zu halten. Ja. Gut, das muss sie aber auch. So Deswegen viel, haben wie wir wir sie. da investiert haben. Die beiden jetzt weg? Ah, ich sehe es gar nicht. Würde jetzt interessieren, ob die beiden sich schon aufgelöst haben. Du gerade am Saubermachen von den Geräten? Nee, schon fertig. Okay. Ah, ich stelle den Johnny gerade dahin, dann jogge ich noch runter das Auto wiederholen. Ich hole gerade ein paar Ballen, verfütter die jetzt mal bei den Schafen, mach da ein bisschen Ordnung. Und dann wollte ich eigentlich noch Ballen zur BGA bringen. Ja, okay. Obwohl, wie gesagt, da müssen wir jetzt langsam auch mal anfangen, sag ich mal, mischen. Natürlich nicht nur Ballen, sondern dann auch noch mal Silage jetzt reinfahren. Irgendwie stehen die Ballen hier ziemlich verkröppelt. Ballen loslassen, Y. Ja, das mit den Z und Y bei den Greifern, das habe ich noch nicht so ganz raus. Das ist So. eigentlich aber cool, weil du kannst dich durch einen Doppelklick versehentlich alles lösen, ne? Ja. Das stimmt wohl. So, fahren wir im Auto zurück. Und jetzt ist schon wieder Nacht und nächsten Tag ist wieder Winter. Und wenn Winter ist, gehen wir in den Wald. Ich mag die Ballenspieße ja nicht so, muss ich sagen. Komme ich irgendwie nicht so gut mit klar. Damit mache ich immer Majoritäten. Ja. Oh, es geht. Ich komme damit ganz gut parat eigentlich. Die nächste Runde freue ich mich, wenn wir jetzt einmal wieder einiges machen können mit dem. Jetzt einiges machen können mit dem Mähdrescher mal wieder. Ja. So ein teures Gerät. Wenn das mit dem Häcksler ist, ist was schön, aber wie gesagt, es ist halt. Man muss ja, ne? Es ist alles schön, aber man braucht auch ein bisschen Abwechslung. Die Micha macht's genau. Ja. Deshalb finde ich das auch ein bisschen, wenn man jetzt sagt, haben wir auch schon mal drüber geredet, der eine macht nur BGA, der eine macht nur Kuhhof oder sowas, mal als Konzept für den Multiplayer, ist gar nicht nur gut. User joined your channel. User left your channel. Ja, guten Abend, Ja. Olli. Und auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wir haben das zwar auch jetzt im Moment auf unserem Community-Projekt mit der Spezialisierung. Aber da haben wir halt den Lohnunternehmer dazwischen, der quasi den Höfen beispielsweise, die jetzt quasi nur Grünlandtechnik machen, den Mähdrescher zur Verfügung stellt, weil wir eine Fruchtfolge vorgeschrieben haben. Jo, aber ich sehe gerade noch was anderes. Die Folgenlänge. Die ist schon wieder stramm, ja? Ja. Dann würde ich sagen, nächste Folge Winter. Jo, nächste Folge Winter. Paar Arbeiten sind noch zu machen und dann geht's in den Forst. Und bis Genau. dahin sage ich dann mal Tschüss. Ciao.